einen wunderschönen. Hey, bist du da? Ich bin hier, hallo. Ja, du musst doch auch noch sagen. Ja, ja. Also schönen guten Abend. Ist ja noch keiner da, aber bist schon da, genau. Ein wunderschönen, wir spielen heute ein Spiel. Früher hätte Nazis töten. Ja, Scooter hätte damals gesagt, Schneiper. Ne? Weißt du, ja. Was das lustig ist, ich meine, wir haben ja jetzt, wie viel der Sniper, das ist der zweite, glaube ich, Sniper-Elite. Wir haben ja vorher die vier haben wir gespielt. Mit den Zombies gespielt. Nee, dann ist es das dritte. Wir haben Sniper-Elite 4 haben wir gespielt. Ja, haben wir. Das Lustige an der Geschichte ist, dass zu jedem Sniper-Elite es immer auch ein Add-on gibt, wo man Hitler töten kann. Naja, der ist omnipräsent. Der ist omnipräsent. Der Typ ist omnipräsent, deswegen. Der ist in jedem Teil ist er da. Ich dachte ja, das ist eine homogene, chronologische Story, aber scheinbar sind es immer Paralleluniversen oder er ist wirklich omnipräsent. Ja, es sind, glaube ich, Paralleluniversen. So, ich bin im ersten Menü nach dem Intro. Das finde ich gut. Du kannst mich ja mal einladen. Ich muss ja erstmal kaum sichtbar, nichts sichtbar. Ich lasse mal die Helligkeit so stehen, wie sie ist. Ne? Untertitel ist ja, glaube ich, auf Englisch hier, ne? Das Ganze. Nein, das ist natürlich dort. Ich habe übrigens schon mal, also dieses Sniper, ich weiß nicht, ob es bei den vorherigen schon war, das Coole an diesem Sniper-Elite ist, ich weiß nicht, ob es im Koop ist, aber egal. Du kannst dein Singleplayer-Spiel zumindest von anderen Spielern können dich raiden. Kann man sagen, so raiden. Also die können in ein Spiel reinkommen und dich jagen. Und das finde ich total cool. Und das heißt, ich darf es nicht ausschalten. Weil ich stehe gerade davor, Invasion der Achsenmächte. Ja. Invasion also der Achsenmächter-Spieler beitreten, nur bei Einladung oder ein, dass sie einfach reinkommen können. Also mir wäre es egal. Ich weiß nicht, ob es im Koop auch so ist. Ne? Also ich persönlich, wir können auch gerne andere Leute, dass die dann reinkommen, aber nachher haben wir dann irgendwelche so Imba-Leute, weißt du, die dann so instant so alles platt mähen. Das kann natürlich passieren. Das ist aber dann sehr frustrierend ein bisschen. Also, na pass auf, ich mach mal Invasion der Achsenmächte zu, dass da gucken wir mal, ob es in der Spielersucheregion. Wir sind natürlich Nahe Osten, ne? Guten Abend, Devil. Osteuropa. Schön, dass du deinen Umzug geschafft hast. Freue mich sehr. Westeuropa sind wir, ne? Ja, ich glaube, ja. Nee, ich bin im Osten. Im Osten? Oh, warte mal, Intro, 1944. Oh, warte mal, ich habe noch ein Intro. Du schon nicht mehr, ne? Turned. Nee, ich habe kein Intro. The Axis is on the run. Ich sehe gerade Bomben fallen. Forced out of North Africa. Wir haben die Bomben losing ground in Italy. Das ist aber richtig high resolution Schwarz-Weiß-Videos. Das ist ja geil. An invasion of mainland Europe. Ja. Mounted from England. Du musst das den Spielton noch runterstellen, sonst bist du zu leise. Agents from SOE der Eiffelturm? The resistance, always chasing rumors, trying to stay one step ahead of the Germans' efforts to turn the tide back. Ja, kleinen Moment, ich bin am Intro. An animal is always most dangerous when it's cornered, and the Reich is baring its teeth. Since 42, they have been fortifying the coast, building their great Atlantic Wall. Special units of Allied commandos attack points along the coast, making the Germans look this way. Hat das Spiel Story? Than that. Keeping them guessing, hunting for gaps in the armor, cracks in the wall. Oh, ich glaube, ich bin. Ich bin im Hauptmenü. So, okay. Ich mache erstmal den Ton kurz runter, ja, weil der ist wirklich dann, sehr laut. Und dann machst du einmal Koop-Spiel hosten. Das wäre super. Aber du bist doch die Cloud. Wärst du nicht der bessere Hoster? Theoretisch. Ja, dann kann ich hosten. Guck mal, dann also ich es ist jetzt nur hosten. So, weißt du, so. Exklusives Vollbild. Oh, es gibt tatsächlich zwei DLC schon. Das eine ist der Wolfsberg. Ja, das ist mit. Und das andere ist Landetrupp, aber die haben wir ja nicht. Das ist mit diesem, Anton Hubert hier, mit dem. So, okay. Also, wir können jetzt hier tatsächlich wählen, ob wir Invasion der Achsenmächte möchten. Ach komm, lass uns mal überraschen. So, wo lass muss uns ich denn. Einlassen. Ich muss erst auf Spielen drücken, wahrscheinlich. Ich lade dich ein. Du leist mich ein, okay. Genau, ich glaube, du willst mich gerade ein bisschen ärgern, aber Spiel eingeladet. Ich habe dich eingeladet. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Annehmen. Bitte warten. Oh, ich musste den Client hier noch das erlauben, dass er hier ins Internet darf. So. Für deine Bewaffnung kannst du Waffen und Gegenstände auswählen, mit denen du die Mission startest. Um eine deiner Waffen zu wechseln, wähle sie aus und lege nach einer. Ja, wird schon stimmen. Was können wir denn für eine Waffe wählen? Die M1903. Ich glaube, ich nehme die SRAM 1. Welgun MP.
Und die behalte ich mal. Die ist zwar nicht so leistungsstark, aber... Kurze Frage. Ja. Kurze Frage. Ja. Was für einen Schwierigkeitsgrad sollen wir nehmen? Pass ja. auf, ich sag dir was, was wir für, zur Auswahl haben. Okay, okay. Wir haben einmal den Schwierigkeitsgrad Zivilist. Das ist ein sehr einfacher Schwierigkeitsgrad für Spieler, bei denen die Story und Erkundung im Vordergrund steht. Wir haben Kadett, ein einfacher Schwierigkeitsgrad für neue Spieler. Wir haben Scharfschütze, ein mittlerer und ausgewogener Schwierigkeitsgrad ja. für Spieler, die etwas Erfahrung besitzen und noch nie einen Scharfschützentitel gespielt haben. Okay. Dann haben wir Elite-Scharfschütze, für die meisten Spieler schwer und perfekt geeignet, falls du bereits Erfahrung mit Sniper-Elite-Spielen sammeln konntest. Und authentisch ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad, bei dem Realismus und eine extreme Herausforderung im Vordergrund stehen. Am besten geeignet für Spieler, also, die viel Erfahrung besitzen. Und welcher von den Schwierigkeitsgrad von ja. 1 bis 10 soll ich jetzt nehmen? Also ich würde ja vorschlagen, Scharfschütze. Da steht ja ein mittlerer und ausgewogener Schwierigkeitsgrad ja. für Spieler, die etwas Erfahrung haben. Wir sind ja besitzen. Auch schon im mittleren Alters und ausgewogen. Lass uns mal aber, versuchen. Aber meine andere Sache, warum kann ich meinen Charakter nicht kreieren? Ich habe also ich hab jetzt nichts gegen die Frau, aber ich hätte gern einen anderen Charakter. Ja, da hast du jetzt leider Pech. So, ich habe jetzt Scharfschütze gewählt. Ich will einen anderen, okay. Ich kann ja eh nichts machen hier, außer meine Waffen wählen. Devil, tatsächlich konnte ich auf mein Origin-Konto noch weiterhin zugreifen, aber ich konnte nicht online spielen und EA musste das erst wieder freigeben. Also, du warst gesperrt. Uiuiui. Ja, schlimmer Finger. Gehackt, aber das glaube ich nicht. Schlimmer Namens, Finger. Flow. Ja, Flow. Flow. Okay, sollen wir anfangen? Oder? Na, ich hätte ja gern keinen anderen, aber ist ja nicht so schlimm. Gut, ja. Ja, wir können anfangen. Ich kann eh nichts machen. Also, du kannst jetzt dreimal anfangen. Okay, ich fange jetzt an. Obwohl Escape zurück erlebt. Ah, warte mal. Ah, nein, hier kann ich es ändern, glaube ich. Charakter anpassen. Warte mal. Ich kann die Monika ändern gegen Harry Hawker. Ich nehme Harry Hawker. Ich möchte auch einen anderen. Ich kann noch nicht mal einen anderen Charakter nehmen. Doch, toll. Du musst. Bei mir stand zurück Escape und dann war ich in der Hauptauswahl, wo ich Fertigkeiten upgraden kann und da kann ich auch Charakteranpassungen machen. Aber ich kann den Skin Monika nicht wählen. Ich muss nämlich alle wahrscheinlich hast du den Skin. Ich habe nämlich nur einen zur Auswahl. Also ich hatte Kenneth Carl Fairbairn. Siehst du, den habe ich nicht, der ist bei mir gesperrt. Ja. Ich habe nämlich Harry, weil ich wahrscheinlich der zweite Pleppo bin neben dir hier. Also ich werde jetzt einfach die Standardausrüstung mal lassen, denn ja. ich vertraue dem Ganzen. Wir schaffen das schon mit Standard, na klar. Ich vertraue dem Ganzen. Die Mission müssen wir mal vorlesen, das ist der Atlantikwall. Schalte das Radar aus, das Mammutradar warnt frühzeitig vor den Alliierten. Wenn du es ausschaltest, sind die Nazis gegenüber Küstenoperationen blind. Okay. Und nur mal kurz zum Setting. Wir werden so vernünftige Nebenmissionen machen, also wie beim letzten Mal. Also wir haben so weit, wie es geht alles. Genau, so eine normale Nebenmission, ja. Aber wenn es jetzt hier darum geht, sammel 800 Steine ein, dann werden wir es natürlich nicht machen. Oder 70 Stahlhelme, ne? Irgendwie sowas, das nicht, nein. So, also. Wir fangen jetzt an und wenn ihr da draußen an den Empfangsgeräten da seid und denkt, oha, im Firefox und den Shiki, den wollen wir es mal zeigen, dann könnt ihr natürlich euch gerne einwählen und uns den Arsch versohlen. Aber ich sag euch, wir machen euch das nicht zu einfach. Nee, nicht zu einfach. Nicht zu einfach. Wir spielen nämlich auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Wie sind denn eigentlich die Tastatureinstellung oder die Controller-Einstellung? Ja, ich weiß also es gar linker nicht. Linker Stick ist Laufen, rechter Stick ist Kamera. Das und, hilft. Und, L2 ja. ist Zielen und... Oh, Intro. Warte. U-Boot. Blub, 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 blub. Und wenn es so knarrt, würde ich da drinnen nicht wohnen wollen, da in dem Ding. Fairbairn. Captain says we'll be surfacing in 5. Die Charaktermodelle sehen ein bisschen seltsam aus. Wait for air cover from our boys in the RAF. Once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here and proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. Ich sehe aus, als hätte ich so eine Dinger vom Zahnarzt im Mund, weißt du, diese Wattebällchen links und rechts. They spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can be quiet. You better. Ja, das sieht ehrlich gesagt nicht wirklich viel besser aus als bei mir in der Cloud. Ja. Aber okay.
Also sehe ich bei dir auch aus, als hätte ich irgendwelche Wattebäuche im Mund drin, ne? Links und rechts. Ja, absolut. Ein Geschenk, du. Bomber. Bomber Harris. Alright, that's our cue. Okay, Farper. There are the searchlights. Show me what you can do. Zielübung machen. Ja, ja. Oh, ich bin hier. Wo bist du? Ich bin hier. Ich nehme mal meine Sniper. Upsala. Ha! Wo bist du denn? Also ein zweites Schiff oder was? Ach, da bist du. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Hält's bei dir auch an, ja, ne? Ja. Ich habe jetzt eine Sequenz. Oh ja, ich beim anderen. Ach, okay, ich guck dir zu. Ich muss Audio noch ein bisschen. Ein bisschen runterziehen, weil das knallt ganz schön auf die Ohren, ey, du. So. Okay, ich bin da. Warte mal, ich muss mal gucken, wie die Steuerung geht. Also, das ist hinlegen. Also, das ist linker Stick reindrücken bei mir hier. Hupsala. Das war nicht linker Stick. Du spielst auch mit dem Controller? Oder? Nein. Oh, das Spiel hat aber gerade zu tun. Warte mal. Ich habe ja gesagt, ich habe alles so volle Pulle gestellt. Und, Warte, renn mal nicht so schnell. Ich muss wirklich noch ein paar Sachen einstellen. Ich bin ja nicht in der Cloud, ich spiele lokal. Und da sind jetzt ein paar Sachen. Ich habe natürlich hier volle Hütte ein. Ich weiß nicht, was das Asyncomputer macht. Mein Capturing hängt jetzt ein bisschen nach. Und ganz gewaltig, wegen dem Rauch hier oder so, wegen den Effekten. Namen, Charisma. Deswegen bei uns in der Xbox Cloud ist das alles perfekt. Deswegen muss ich jetzt hier, warum habe ich den Kantenglättung sowieso auf Ultra gestellt? Brauche ich da sowieso nicht. So Schatten. Ah. Ich bin mal jetzt hier, so Sichtweite können wir auf Ultra lassen. Kantenglättung auf Ultra. Ach Quatsch. Umgehungsverdeckung, Bewegungs- und Schaff. So. Jetzt muss es aber. Ich habe Kantenglättung auch auf Ultra. Naja, du bei 2K ist mir Kantenglättung persönlich vollkommen egal. So, ich glaube, also aktuell sieht es richtig gut aus. Mach den Gin Tonic, Carissimo. Hui. So, also wir müssen natürlich wieder Sniper Eliten hier. Da oben ist auf jeden Fall ein Gegner. Da bin ich schon mal eher spät. Going to have to go prone to get ahead. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Ist oben, den machen wir dann mit dem Messer kalt. Du hast ein Messer? Klar. Was ist denn hier unten? Oh, hast du nicht gesehen. Verbannt. Du bist verbannt worden? Schade. Also es sieht ein bisschen klarer und crispiger aus als der letzte Teil. Oh, der ist schon tot. Oh. Ich habe einen Verband gefunden und einen Standardpistolenschuss hier auch nochmal. Oh, guck mal hier, wir können da eine Sprengfalle reinmachen. Das konnten wir vorher auch. Ich kann auch tragen, guck mal. Huhu. So, und dann nehme ich den mit und kann den nämlich hier, guck mal. Das ist ja. Und pass auf! Und. Oh. Geil. Ja, das stimmt. Es gibt keine deutsche Synchronisation, Devil, aber. Ist ja auch nicht so schlimm. Nicht, ne? So, wie war denn das mit dem Binokular? Ah, so. Damit konnten wir Leute markieren. Nee, hier ist keiner. Damit konnten wir ja Gegner markieren, ne? Ich glaube, erst da unten, weil da müssen wir uns im Gras verstecken. Dann erklären die uns, wie das mit dem Sneaken geht. Das war auch. She take him down quietly. Da unten? Okay, ich hole mir den. Wo ist er denn? Ach, den da. Hast du dich sneaked? Ich habe ihn nicht tödlich getötet. Wer redet denn hier? Die Stimme in unserem Kopf. Ach so, die hier. Ja. So, den da hier drüben nehme ich mal, wa? Ach so, da ist gar keiner. Doch, da hinten steht einer. Hol ihn, der Tiger. Warte. Lass ihn raus, den Tiger. Pass auf. Zeig ihn in. Ey, du solltest sneaken. Hab ich doch. Aber das war sehr laut. Das war ein lauter Sneaker. Ja. Sneakers.
Was ist hier? Molotow oder was? Flasche voll. Hey, guck mal hier. Wenn du hier hinguckst, ist Flasche voll. Chiki. Hier, Flasche voll. Wo steht das? Hier. Flasche voll. Mein Name ist Flasche voll. So, warte mal kurz. Ich bin Vladimir. Auf was denn? Ist bei dir keine Pause, ja? Ich hab mich ange... Nein, ich kann jetzt hier noch weitermachen. Okay, so. Ich glaube, mein Kind ist noch wach, weil es die Tony-Box ist am Reagieren. Die Tony-Box? Warte mal, hier ist irgendwas. Sind Deutsche. Ich rieche deutsches Fleisch. Also Nazi-Fleisch, nicht deutsches. Meinst du, ja? Roger, Roger. Hinten ist er. Oh, 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 oh. Wir haben einen Kommandeur. Wo denn? Ein Kommandeur hier hinten. Hast du markiert? Nee. Den markieren? Denn? Ja. Nee. Warte mal. Ich sneak mal ran und töte ihn. Mach das. Ist er tot? Ja. Ich hab den Officer getötet. Ich mach mal die Tür auf, ja? Dann mach mal bitte auf. Ah, Schlüssel fehlt. Hast du einen Schlüssel? Warte. Ich habe einen Schlüssel, mein Freund. Echt? Military Papers. Also in anderen Spielen hätte man sich den Schlüssel geteilt. Aber nun gut. So, du hol mal das Ziel. Bam. Den Strand sichern, abgeschlossen. Achso, okay. Hast du hier drin alles? Subsonic Ammo. Hat er noch was? Found it. In dem Raum oder was? Oh, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Vorsicht, zurück. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, ich muss hier weg. Ich muss scheiße. Oh, nein, ich häng fest. Boah. Ah, ich hab markiert. Man muss lange auf die zeigen. Und dann sitzt du markiert auf der Karte. So. Ey, da sind zwei Mann. Hab den voll weggesneakt. So. Problem gelöst. Ja, toll. Ballert der da einfach rauf, ey. Hallo, der hat eine Waffe auf dich gerichtet. der hat mich doch angesehen, so sneaky wie ich bin. Ich wollte dir nur helfen. Ja. Bis hier hinten. Bam. Cheeky Bam hier. Ich bin Cheeky Bam. Just leave them to die if they've been captured. Auto fahren? Schade. Oh, können wir hier... Das gibt bestimmt ein Achievement, wenn man hier reintrifft. Eins. That's a no. Zwei. Ja, super. Schade. Munition verballert. Naja, nicht so schlimm. Aber jetzt mal eine andere Frage. Ja. Guck mal hier. Wo denn? Nee, können wir nur sabotieren. Guck mal hier, wenn du an den Reifen schießt. Guck mal, was passiert, wenn ich hier den Reifen anschieße. Achtung. Guck mal, eine Sprengfalle da rein. Oh. Jetzt ist er platt. Cool. War es beim letzten Mal auch schon so? Das weiß ich nicht. Aber das wäre cool, weil dann kannst du die Reifen von den Fahrzeugen schießen und dann fallen die zurück oder so. Hast du nicht gesagt, du spielst eine Frau? Nee, ich konnte ja wechseln. Warum spielt... Hä? Okay. Hast du etwas gegen Frauen? Nein, aber nicht, dass es dann nachher irgendwie... warum spielt man Frauen, wenn man Mann spielen kann, so ungefähr? Weil das vielleicht interessanter ist, wenn ich ein Mann und du eine Frau bist. Weil wir könnten ja theoretisch auch uns... Ja. Gegenseitig unterstützen. Oh, da kommt ein Auto. That'll be where they're holding the resistance. Okay, ich habe einen markiert. Nicht sofort ballern. Was? Ich hab gerade nicht gehört. Da war so ein lauter Schuss. Sag mal. Was ist denn? Was ist denn passiert? Der war doch gut. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Der war, um Pfeife auszuwählen und halt... Warte mal, ich muss Pfeife auswählen. Weißt du, du kannst nicht einfach losballern. Du solltest jetzt eigentlich... Du solltest... Mal eine andere Frage. Oh, du solltest eigentlich... Hä? Komm da jetzt doch... Moment mal. Oh, da kommen Deutsche. Wie oft musst du eigentlich schießen, um einen Deutschen zu killen? Der hat sich bewegt. Also...
Der hat sich bewegt. Trotzdem habe ich keine Munition mehr durch deine Rumschießerei. Ja, hier. Durch meine Rumschießerei hast du keine Munition mehr, das ist klar. Ist hier Munition hier irgendwo? Wir wurden gerade gesehen übrigens. Oh, da ist einer. Shit. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Seh den nicht. Der da. Der ist weg. Okay. Alles sauber. Ich hab nur noch 18 Schuss. Ich glaube, das ist clear hier. Wir können jetzt hier uns frei bewegen. You see what I'm seeing? Ach, guck mal hier. Ich kann dir hier... Siehst du das? Wo bist du denn? Da. Was kannst du jetzt tun? Na, guck mal, hier, genau, guck mal, halt, halt, bleib mal stehen, guck mal in meine Richtung, guck mal in meine Richtung, in meine Richtung, in die andere, entgegengesetzt. Ja. So, guck mal da, pass auf, 3, 2, 1. Oh, das warst du jetzt, ich hab die, nein, ich will nicht dich markieren, da will ich hin, so, guck mal da. Okay, und wie hast du das gemacht? Ne, indem ich T gedrückt habe. Ich kann so, bup, und dann... Ich kann sogar dich markieren. Hier, Cheeky, greif dich an. Los, greif dich an. Warum kann ich das nicht machen? Weiß ich nicht. Vielleicht musst du einen Dingsbums drücken hier oder einen Bums oder so. Ich weiß es nicht. Das ist schön. Ja, da war's doch. Over there. So. I can carry, I can... Aber... Ey, das muss doch irgendwie gehen, dass ich hier eine Markierung setzen kann, oder? Hast du doch gerade gemacht mit Look Over There. Hast du doch gerade den... Da ist es doch, der Blaue. Das ist der... Wo bist du denn? Na, hinter dir immer noch. Guck mal, ich bin so getarnt, du siehst mich gar nicht. Nee, du bist ein richtiger Sniper, so ein richtiger Sniper-Elite. Sniper, Sniper. Aus der fünften Division... Oh. Ah, die kennen wir doch, die Szene vom letzten Mal noch. Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. You're my contact. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. But they found us anyway, in spite of all the codes. Betrayed. Ja, aber sehr komischer Akzent. Maybe. Ist denn in Weilers Wiesbaden? I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't, my God, they killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. Oder warum hat er das gemacht? They split us up. Traktorfahren. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place, we have to. I'll find them. Das wird teuer für den 16-Jährigen. Where can we meet? All right, you win. Wie kann man denn mit einem Traktor einen Masten von der Hochspannungsleitung umfahren? There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. Der wird aber im nächsten Sturm umgefallen. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The Marcel. Key was sewn into the hem of his trousers. Schlüssel ist in seiner Hose they eingenäht. May not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Okay. Got it. It is good to see you again. War schon im fünften Teil, war sie da. You too, old friend. Wir sind ja im fünften Teil. Im vierten, meine ich, war die schon. Deswegen sagte ich ja, die Szene kommt mir so bekannt vor. Das hatten wir schon mal. Der Resistance helfen. Oh, guck mal, das ist ja geil hier. Guck mal, das Plakat hier. Guck mal, guck mal. Ein Hakenkreuz. Nein, das andere hier, das hier. Le Libérateur de la Morte. Na, toll. Kunst ist es, Mann. Banause. Hier auch ein schönes neues Bild. Guck mal hier. Le Français, les Allemands sont vos amis. Ich habe keine Ahnung von Französisch. Einfach nur nuscheln. Ich glaube, das hilft. Ich habe einen Bolzenschneider gefunden. Oh. Can hear voices through those walls. Focus. Oh, der spricht Deutsch. Hast du gehört, der hat Deutsch gesprochen? Ja. Ich mach mal knacken. Halt, nee, nicht knacken. Macht auf, weil ich hab doch einen Bolzenschneider.
Mach kaputt. Armory. This would be a good place to check my weapons before hitting the field. Stock up on supplies. Nazi-Blut ist das beste Blut. Das ist schon flüssig, meinst du, oder was? Oh, hier ist eine Werkbank. Here at any other workbenches I find. Should keep an eye out. Keep my loadout on point for the job. Flasche voll. Ist dem schon anpassen? Na klar, ich habe eine neue. Nee, habe ich nicht. Kann ich dir anpassen? Also ich kann zwar anpassen, aber so wirklich geil ist das alles nicht so. Oh, ich kann eine andere. Nee. Eine andere Mündung. Vor- und Nachteile hier. Ja, Beweglichkeit. Ich kann eine andere. Oh, ich kann eine MK1-Bremse anbauen. Okay, ist es dann wie ein. Nee, ich mache hier nichts. Und die MK1-Bremse ist richtig cool. Ich kann weiter schießen, ohne dass es gehört wird. Und ich habe mehr Kontrolle. Cool. Magazin, neues haben wir nicht. Ein Schaft. Oh, mach mal einen Schaft, du. Schussfolge ist egal. Lendenauflage. Vorderer Griff, nee, da haben wir nichts. Einen anderen Abzug, nee, brauchen wir auch nicht. Das ist ja Wahnsinn, was man hier alles machen kann. Eine Struktur gibt es auch noch. Was mit der Uzi hier? Kann man die auch anpassen schon? Wahrscheinlich haben wir schon ein paar Sachen bekommen. Nee. Nee, leider nicht. Nee, von der Uzi nicht, aber von der Sniper, die konnte ich upgraden. Naja, wird schon funktionieren. So, du bist schon wieder losgegangen, ne? Cheeky! Nee, ich warte auf dich. Guck mal, hier ist da. Ich hab schon mal. Hier liegt doch haufenweise Munition rum. Und so. Bin alles schon eingesammelt für mich. Unterschallmunition, Pistole, okay. Hä? Hast du gerade auf mich geleuchtet oder gezielt? Ich habe nichts getan. Ach so, wer bist du denn hier vor mir? Vorsicht! Oh, Radarstation. Auf jeden Fall ist sie so. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! Oh, oh. Oh, shit! 800 plus Kilo. Aufs U-Boot! Punkttreffer. Da mal so. Mist. Ja. Kommandotrupp verdichtet. Was? Zurück auf die Stationen und wachsam bleiben. Na. Tja. Nazi Bastards. Genau. Mistkerle steht da unten und er hat Nazi Bastards gesagt. Mhm. Die Übersetzung mal wieder. Radar Tower ist still operational. Sehen sie in Deutschland ja nicht mehr die Hakenkreuze. Naja, ist ja auch künstlerische Freiheit jetzt. Der Kontext ist ja das, was wichtig ist. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Warte mal. Ich kann jetzt in eine Fertigkeit, Kampf, Ausrüstung oder Körper. Oh, du hast recht. Ich könnte in den Körper. Ich kaufe mir. Später. Sekundärwaffen können außer Gefecht gesetzt werden, meist. Okay. Ich nehme mal das hier. So, ich habe. Hast du genommen? Ich habe mehr Ausdauer genommen beim Zielen. Dass ich länger zielen kann. Ich habe schon mal 3 Targets hier markiert. Da ist doch einer. Hey, wir müssen uns abstimmen. Wir müssen uns abstimmen, Mann. Hab ich doch. Ich habe abgestimmt und war. Oh! War ich voll im Weg. Alter! Uiuiuiuiuiuiui. Da ist aber das ganze Gehirn weggefetzt. Alter Vater. Guck dir das an. Guck dir das an. Nice. Ja, also da müssen wir uns schon mal ein bisschen abstimmen hier. Nicht, dass danach die ganze Nazi-Brut über uns herfällt, du. Du weißt doch, wenn ich so einen Nazi sehe, dann
Ja, ich weiß, aber du musst dich manchmal auch ein bisschen zügeln. Einfach, weil wir dann, wenn wir nämlich beide gemeinsam doppelt reingrätschen können, dann. Das ist besser, ne? Na klar, vor allem dann guckt keiner. Nee, ich schwöre nicht. Gelobe. Gelobe und schwöre. Besser. Explodiert er jetzt gleich da oder was ist mit dem Ding? Wo müssen wir überhaupt lang? Hier ins Haus. Nein, okay. Drücken wir doch einfach mal M auf der Karte. Wir sind jetzt da unten, nee, da oben. Wir können, oh, warte mal. Ich habe mal ein Ziel markiert. Was ist denn, hier ist doch bestimmt eine, das ist doch bestimmt eine, hier unten, ich habe Todesliste. Ah, wir müssen zu dem roten Punkt, ne? Zu dem roten Punkt? Ja, das ist noch unser Target. Wir haben aber noch gelbe Targets, zerstöre die Stromversorgung und Pfeiler. Wir haben aber da unten noch, da bin ich schon mal hin, hab's markiert, den Aussichtspunkt da. Da können wir, warte mal, was war das? Aufklärungsflugzeuge haben einen Aussichtspunkt in diesem Standort dahinter. Okay, dann gehen wir da hin. Dann kriegen wir wahrscheinlich eine Aufklärung der Karte, ne? Möglicherweise. Cool. Oh, guck mal, das ist sehr cool. Dass ich sehe das hier auch auf der Karte, was du markiert hast. Das ist ja schon mal nice. Und im Dings auch. Huch, da war irgendwas? Nee. Schön unauffällig laufen. Ich denke mal hier oben links, nicht direkt auf der Straße. Weil hier werden bestimmt Nazis rumlaufen. Okay, jetzt muss ich mir merken, nicht sofort losschießen. Ist da ein Nazi? Schade. Vorsicht, immer hinter Kurven könnten Nazis sein. Hier nicht. Das ist gut. Halt, da oben ist ein Bunker. Vorsichtig. Da unten steht einer. Wir sollten erstmal. Da hinten ist auch einer. Kann ich den jetzt markieren? Er ist markiert, sobald du lange genug drauf warst. Shit, der eine haut jetzt ab. Wir hätten beide gleichzeitig schießen können gerade. Pass mal auf. Warte. Ich sneak mich ran. Pass auf. Und ich halte den Typen da hinten im Schach, falls der da runterkommt. Okay. Schieße ihn mit einem kleinen C oder so. Okay, warte. Schlitz den mal eben auf. Mach das. Okay, nimm den weg dort. Ja, warte. Hast du einen Wurf? Ah ja, komm wieder, warte. Und. So, ich glaube, er ist tot. Ist tot, Jim. Was da? Ich glaube, wir wurden gehört übrigens, ne? Ich nehme mal eine Nahkampfwaffe hier. Also der Typ, der ist tot. Der auch. Weil der hat uns gehört. Wie, hier war eine Explosion? Verteidigungsanlage zerstören. Ich glaube, wir müssen hier nach oben. Nahm die Tanda. Musst du rein? Nee, ich bin gerade noch am Aufklären hier draußen. So. Markiere uns ein paar harte Boys hier. Frag mich nur, was muss ich denn jetzt hier kaputt machen? Verdammt. Schießt du jetzt auch von der Distanz oder was? Ja, von hier oben. Ist voll geil. Ist doch besser von hier oben zu schießen. Einen habe ich erwischt. 186 Meter waren das gerade eben. Aber den anderen sehe ich nicht da hinten. Wir sind übrigens offen im Kampf, ne? Sonst. Kann ich hier leider keinen identifizieren. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ich habe hier eine Markierung, aber ich weiß nicht, was ich hier oben machen soll. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt hat er Platten. Das ist eine gute Frage.
Warte mal, was steht denn hier bei der Quest? Hier steht, haben einen Aussichtspunkt an diesem Standort entdeckt. Wahrscheinlich ist es nur, weil es besser ist, von dort dann zu zielen und die Leute hier zu taggen oder so. Weil man hier einen guten, also Binoculars raus, da ist einer zum Beispiel zum Markieren, einer. Nee, guck mal auf der Karte, da, Verteidigungsanlagen zerstören, 0 von 3. Und da steht's auf der Karte, wenn wir jetzt gucken, das sind die optionalen Ziele. Mhm. Die Küstenverteidigung zerstören. Aber wo ist der dritte Punkt? Haben nur 2 aufgeklärt, da muss es noch irgendwo einen dritten Punkt geben. Da ist noch ein Gegner. Wo ist denn hier der dritte? 0 von 3. Wir haben 2. Alter. Da ist der Lungenflügel passé. Haben 2 von den Dingern gefunden. Es fehlt noch der dritte. Oh, da hat jemand eine Leiche gefunden, Chiki. Du hast sie nicht ordentlich entsorgt. Im Zweifel, da ist nicht schade drum. Geh mal hier unten weiter. Wo ist denn bei dir unten? Hier unten der Weg. Oh. Okay, du gehst oben weiter. Was ist denn hier die erste Anlage, die wir zerstören? Ups, müssen? Da sind 2 da hinten. Ich habe da 2 Fragezeichen in der Richtung. Kundschaftet. Ich bin gerade verwirrt. Wir müssen 3 Anlagen zerstören. Wahrscheinlich von da oben. Ach, jetzt bist du da. Okay. Und ich frage mich auch, wir müssen doch Radar und so auch aus... Okay, da unten. Nee, wir müssen erst hier unten lang. Okay, das sind die optionalen Ziele, verstehe. Also bis jetzt finde ich das Spiel sehr brauchbar. Auf jeden Fall. Also wenn wir dann noch so richtig Kooperadings machen, dann... Hier dann oben lang, würde ich sagen. Wo ist denn oben bei dir? Hier, so, da wo du bist. Da kommt gerade ein Big Gun. Must be what hit the submarine. I need to find it and take it out. Da hinten ist ein Boot. Ich markiere das mal. Geht nicht. Da ist ein Kanonenboot. Oh, warte mal. Achtung. Ich bringe hier gerade Sprengladungen an, okay? Am Boot oder? Hier an. Weiß nicht, wo ist denn das Boot? Hast du das schon. Wie sollen wir denn da hinkommen? Na, ich dachte, weil das da blinkert, kann ich die Kanister kaputt machen. Ah, kann ich hier mit dem Maschinengewehr da drauf schießen? Dann schießt du hinten auf die Kanister drauf. Ich sehe die leider nicht, die Kanister. Die sind da, wo die Fahne ist. Ich kann nur ins Blinde schießen. Die Fahne. Die ist am rechten. Keine Munition mehr. Das ist schlecht. Schieß du bitte. Du kannst, sonst mach ich. Na, ich suche hier gerade. Okay, das scheint überhaupt nichts zu bringen da. Nimm die rot. Ja, wir sollen die ins Visier nehmen, die rot. Okay, das war ein Fail. Ja. Oh, wir, ich nicht. Übrigens, wir haben ja gleich Gesellschaft, ne? Da drücke ich die Daumen. Ja, ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Ist kaputt, ja? Die eine Seite. Schnell. Komm wieder zurück. Warte. Viel zu schnell, ey. So, da ist so ein Type ist da noch.
Aber eigentlich müssen wir den Bunker ja kaputt machen hier, ne? Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich das Kanonenboot eben ausschalten. Aber, das ist jetzt so weit weg da hinten, da komme ich nicht mehr dran mit dem Sniper. Das sind Rettungsboote, keine Kanister. Ach so, weil die geblunken haben, Rot. So, ich habe da ja drauf geschossen und es ist explodiert. Kommst du aus dem Laden raus? Weil ich würde jetzt hier den Knaller zünden. Langsame Lunte ist aktiv. Außerdem kommt da gerade einer. Sag mal! Was denn? Ich hab doch gesagt, ich zünde. Du doch gar nicht draußen. Du kannst doch nicht einfach die Lunte anmachen. Na klar. So. Drei. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Ja. Zünd den Knaller. Ich dachte, du hast die Lunte angezündet. Hab ich. Lange, lange Lunte habe ich genommen. Damit wir auch Zeit haben, rauszurennen bei dem Labyrinth. Da kommen sie gerade da hinten. Ich nehme den hinteren. Oh, ist kaputt. Was? Also das war jetzt aber schlecht. Meine Fresse. Oh, ich werd gerade. Ich werd gerade getroffen. Oh, wir haben hier ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Ich bin fast tot, Mann. Warte mal, wie war das? Q? Erste Hilfekasten verbannt und benutzen. Ich werde eingeschossen! Komm weg da! Das ist so scheiße, die schießen ja zurück, Mann! Hallo, Rob! Oh, da ist er. Diese Opfer schießen zurück! Der echte! So, aber ich frage mich trotzdem noch, da fehlt noch eine Verteidigungsanlage. Sollen das drei sein? Nicht. Wo ist die dritte? Das sollen, ach, wo ist die dritte? Die ist dort, wo wahrscheinlich, ja. Wo der Typ ist oder was? Ja. Da drüben ist noch was mit einem Zahnrad, aber da sind wir ja gewesen. Achso, das war eine Werkbank, glaube ich. Aber das war nicht da, wo wir in dem Bunker waren, ne? Nee. Die dürfen das nicht. Die dürfen das. Oh, da kommt wieder einer. Jetzt konzentrier dich aber mal. Du kannst dich nicht immer daneben schießen. Jetzt mal ehrlich. Der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Butter bei den Fischen. Mein Arzt hat sich doch bewegt. Ich kann es doch nicht einladen. Dabei hat er einen Vertrag unterschrieben, dass er sich nicht zu bewegen hat. Oben ist der nächste Bunker. Den müssen wir mal eben ausschalten. Ja. Wir schalten. Feinde machen Jagd. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu laut, wissen wir. Sprengladung habe ich. Es ist eindeutig französisch mit deutschem Akzent. Le Sabotage. Okay. Hast du schon gesprengladung ist angebracht. Ist hier drin noch irgendwas zu mitnehmen? Ich guck mal eben. Hast du noch was gefunden? Dann mache ich die Lunte mal an. Mach sie an. Die kurze genommen. Okay, komm schnell raus. Weil wenn es knallt, sind sie gleich da. Vor allem die war echt kurz. Hui. Da hat jemand eine Explosion gehört. Da unten ist der andere Bunker, glaube ich. Inze? Ja, das blaue Fragezeichen da. Das ist doch kein Bunker, das ist ein Haus. Ja, ein Bunkerhaus. Inze, nicht der dritte Bunker war da, wo wir am Anfang waren? Da ganz hinten, der große da? Nee. Da war ja. Den konnten wir nicht sprengen, ne? Ja. Oder wir müssen da wieder zurück zum Sprengen. Nee. Wir gucken mal, was hier das Fragezeichen ist. Pêche français oder fraîche. Le fraîche. Fraîche. The
last bunker in the area. Once it's gone, our boys will have a clear run at the beaches. Wo ist der letzte Bunker? Der hat doch jetzt irgendwas erzählt von dem letzten Bunker. Ja, der letzte. Da, hinten, da. Ich hab ihn gesehen. Okay, markierst du ihn bitte, oder? Brauche ich nicht. Guck mal auf die Karte. Wir können erst das rote Ziel machen und dann können wir das blaue und das gelbe erledigen. Aber wir Ach so. Weg. Ja, ich markiere mal das rote Ziel. Ja, und dann können wir nach Norden gehen, können da oben die Geschützbatterie killen und dann können wir rüberlaufen. Batterie. Nice. Ich mach mir was zu trinken. Ja. Mach das. Glas. Mach das.